Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge vom Hassalphabet. Heute geht es hier um ein sehr trauriges, aber wichtiges Thema, das mir sehr, sehr ernst ist. Kurz gesagt geht es um Menschen, die deinen Dienst in Anspruch nehmen wollen, die es aber nicht zu würdigen wissen. Ich habe traurigerweise schon mehrere Sachen dieser Art erlebt, aber neulich hatte ich einen Fall, welcher die größte Frechheit in meinem ganzen Leben war. Das war so abartig und so menschenunwürdig, dass ich euch die Geschichte jetzt erzählen werde. Einige von euch wissen es vielleicht, andere vielleicht nicht. Ich habe vor kurzem meine zweite Ausbildung abgeschlossen. Nämlich bin ich jetzt gelernter Mediengestalter in Bild und Ton. Ich habe gelernt, Radiobeiträge zu bearbeiten, ich habe gelernt, professionell zu fotografieren und ich habe gelernt, Postproduktion fürs Fernsehen zu machen. Nun habe ich meine Ausbildung um 9 Monate verlängert, um das Vollabitur zu machen, because man weiß ja nie. Nun arbeite ich nebenbei, soweit es nach der Schule noch möglich ist, selbstständig in meinem Beruf. Ich gehe raus und fotografiere, ich mache YouTube und ich habe den ein oder anderen Auftraggeber in Köln, für den ich mal was mache. Ich bin für jede Art von Auftrag dankbar, da mir dieser Beruf sehr, sehr viel Spaß macht und ich mich mit jedem Job weiterentwickle. Und so hat mich meine beste Freundin vor ein paar Wochen angeschrieben, die meine Arbeit übrigens sehr zu würdigen weiß, mit der Meinung, sie hätte vielleicht einen Auftrag für mich. Ich habe zunächst sehr, sehr wenige Informationen bekommen, worum es überhaupt geht. Ich wusste Folgendes. Erstens, es handelt sich um ein Projekt, woran die zu zweit arbeiten. Zweitens, es ist eine Zusammenarbeit mit Radio Wuppertal. Und drittens, es geht darum, dass ich Konzerte in NRW fotografieren soll und eventuell ein paar Interviews führen soll. So, wir drei haben also zunächst eine WhatsApp-Gruppe gegründet, um die Rahmenbedingungen zu besprechen. Meine beste Freundin hat sich zunächst komplett aus diesem Gespräch rausgehalten. Das Projekt hörte sich cool an und ich hätte Lust drauf gehabt. Es gibt nichts, was mir mehr Spaß macht, als Konzerte zu fotografieren. Und ihr könnt mir glauben, wenn ich auf ein Projekt Lust habe, dann lässt sich mit mir auch sehr gut verhandeln. Als ich allerdings nach einer Bezahlung gefragt habe, ist folgendes Gespräch entstanden. Und das möchte ich euch jetzt 1:1 vorlesen. Also, ich habe nach einer Bezahlung gefragt und bekam folgende Antwort. Was ich allerdings anbieten kann, ist folgendes. Fotopässe für dich auf den Events anzufragen, auf die wir gehen wollen. Somit lernst du Bands kennen. Wenn denen deine Fotos gefallen, weiß man nie, inwiefern da was bei rauskommen kann. Daraufhin antwortete ich, noch freundlich, wie ich finde, naja, doof gesagt kann ich mich von Fotopässen nicht ernähren. Das klingt zwar nach coolen Sachen, aber unter diesen Bedingungen mache ich alleine in Sachen Fahrtgeld ja Minus, vom Arbeitsaufwand her abgesehen. So, soweit so gut. Und dann kam diese Antwort. Ich find's ehrlich gesagt ziemlich uncool, dass du da so Kohle rausscheffen willst. Junge, dann geh arbeiten. Not my problem, aber dann biete gerne Hilfe an. Wenn ich Bock habe, jemanden zu bezahlen, dann nehme ich mir jemanden Professionelles, der schon ein paar Jahre in dem Job auf dem Buckel hat. Ich bin ein menschliches Wesen. Ja, das bist du. Ich bin nicht zu dir gekommen, sondern du zu mir. Ja, richtig. Ich bin zu dir gekommen. Ja. Komm nie wieder zu mir. Und so als Info, wenn du bei den Hosen auf der Gästeliste stehst und fürs Konzert somit nichts mehr zahlen musst und die vielleicht sogar noch treffen kannst, machst du Minus? Interessante Rechnung. Erstens, komm erstmal an die toten Hosen dran, denn mit dieser Art von Menschenumgang wird das nie passieren. Und zweitens, ich würde nicht einmal mehr für dich arbeiten, wenn du mir eine Woche Strandurlaub mit Campino bieten würdest. Und ich würde einiges tun, um eine Woche Strandurlaub mit Campino machen zu können. Es geht mir darum, dass dieser Mensch so asozial geantwortet hat. Diese Art und Weise mit den Lachsmilies, wie ein kleines Kind. Mädel, du hast mit jemandem gesprochen, der 5 Jahre älter ist als du. Hab mal ein bisschen mehr Respekt, du By the way, wären das maximal 3 bis 4 Konzerte im Monat, also ist das nichts, wo du wöchentlich den mega Aufwand haben würdest. An den letzten beiden Nachrichten hat man erkannt, dass diese Person nicht nur total respektlos ist, sondern dass sie auch absolut gar keine Ahnung von dieser Branche hat. Null, gar nichts. 3 bis 4 Konzerte im Monat. Nehmen wir mal 4, dann hätten wir 1 pro Woche. Ich rechne euch das gerne mal aus, was ein normaler, selbstständiger Mediengestalter dafür nehmen würde. Also, Position 1, die Fahrt. Der Job befindet sich in NRW und ich fahre selber von Köln aus hin. Rechnen wir mal mit einer Anreise von ca. 1,5 Stunden, die man zu Stoßzeiten aus Köln raus, auf dem Weg nach Dortmund oder Bochum oder Wuppertal auf jeden Fall braucht. Mit dem Rückweg macht das Ganze mal 2, also kommen wir auf 3 Stunden. In dieser Zeit arbeite ich nicht, aber ich bin für dich unterwegs, bezahle meinen Sprit selber und habe den Verschleiß am Auto. Wir rechnen also 35 Euro pro Stunde und kommen bei 3 Stunden schon mal auf 105 Euro. Position 2, die Arbeit vor Ort. Die Wartezeiten lasse ich jetzt auf jeden Fall erstmal wegfallen, weil das sonst alles zu kompliziert wird. Rechnen wir einfach mal damit, ich fotografiere jetzt ein Toten Hosen Konzert. Die Toten Hosen spielen 2,5 Stunden und du möchtest als Abgabe 30 professionelle Fotos von mir haben. Hier arbeite ich für dich und rechne deswegen einen Stundenlohn von 40 Euro. Macht bei 2,5 Stunden 100 Euro. Position 3, Postproduktion. Ich kann das in diesem Fall jetzt relativ gut sagen, weil ich vor kurzem eine Abgabe mit 30 Fotos hatte. Um 30 Fotos gut zu bearbeiten, brauche ich ungefähr eine Stunde. Ein Mediengestalter kann ganz gut für die Postproduktion für eine Stunde 50 Euro verlangen.
macht bei einer Stunde Nachbearbeitung 50 Euro. Soll ich allerdings noch Interviews für dich schneiden, kann die Nachbearbeitung 3 bis 4 Stunden dauern. Wir kommen also auf 150 bis 200 Euro. Wir kommen also auf einem Konzertabend, je nach Arbeitsaufwand, auf 250 bis 500 Euro. Das klingt jetzt auf den ersten Schlag vielleicht erstmal sehr viel, aber man verbraucht ja auch Geld, um dorthin zu kommen. Außerdem zahlt der selbstständige Mediengestalter auch Steuern. Und laut Julian Bam bin ich damit an einem Abend bei minus 20.000 Euro. Die Dame aus Wuppertal möchte, dass ich das einmal die Woche für sie umsonst mache. Bei 3 Stunden Fahrt pro Abend rechne ich mal ungefähr 40 Euro Spritgeld. Macht bei 4 Jobs im Monat also 160 Euro Spritgeld minus für mich. Ich soll also 160 Euro ausgeben, dafür, dass ich für dich arbeiten kann. Wenn ihr jetzt denkt, das ist alles, das Gespräch ging noch weiter und es wird immer besser. Ich antwortete, das ist mein Job, ich bin gelernter Mediengestalter. Und ich kannte die Rahmenbedingungen auch nicht. Ich habe es mir nur einfach mal angeschaut. Sie sagte, inwiefern meinst du Rahmenbedingungen? Und dann sagte ich, dass ihr es als Hobby macht. Bin von einem Unternehmen ausgegangen. Das hat der Dämoni doch gesagt! Bürgerfunk! Ich erinnere an den Anfang, ich kannte keine Rahmenbedingungen, ich wusste nur Radio Wuppertal. Wenn wir bezahlt werden würden, dann hätten wir dafür zu 99% bereits Leute. Aber wenn du keinen Bock hast, dann nicht. Gibt genug Fotografen, die sich nach so einer Gelegenheit die Finger lecken. Ich antwortete als nächstes. Und für mich stecken bei 3-4 Mal im Monat inklusive Nachbearbeitung unfassbar viele Stunden Arbeit da drin. Denkst du etwa, wir haben keine Arbeit? Ja, mal gucken, wen du mit dieser Art von Menschenumgang findest. Ich find's einfach ziemlich dreist von dir. Moni ist eine gute Freundin von dir. Du bietest Hilfe an und dafür willst du Kohle. Das ist mehr als Bullshit. Wenn du einen Mechaniker brauchst, soll er dein Auto auch bestimmt umsonst reparieren, oder? Was genau ist da jetzt dreist dran? Sorry, aber Menschen, die nur Geld sehen, sind mir irgendwie von Grund auf unsympathisch. Wenn ich händeringend jemanden dafür brauche, würde ich wie gesagt jemanden bezahlen, der schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Das stimmt. Ich bin Berufseinsteiger und habe noch lange nicht das Können und das Wissen, was ich gerne hätte. Aber ich bin auf dem Weg dorthin. Meine bisherigen Kunden waren auch bisher nur Animal Beyond, Disney, RTL Interactive, Ubisoft und Rock am Ring. Und meines Wissens nach waren die, glaube ich, alle zufrieden mit mir. Also ich denke, so langsam sollte klar sein, worauf ich hinaus möchte. Ich weiß nicht, die Leute, die wollen immer jemanden, der alles kann und der top ausgebildet ist. Die Leute wollen auch, dass man sein 5000 Euro teures Equipment schon mitbringt. Aber man möchte bloß nichts dafür geben. Stattdessen benimmt man sich wie ein blödes Arschloch. Sie war natürlich jetzt ein krasses, unverschämtes Beispiel. Im Nachhinein habe ich ihren Instagram-Account gefunden und habe erst gesehen, dass sie erst 20 ist. Also demnach dachte ich mir, gut, du hast jetzt gerade mit einem kleinen Kind gestritten, das eh von nichts eine Ahnung hat. Aber mich haben auch schon für nächstes Jahr unzählige Festivals angeschrieben, ob ich für sie einen Film machen könnte. Und sobald ich anfange, von einer Bezahlung zu sprechen, antwortet niemand mehr. Ich mache den Job ja gerne und ich liebe meine Arbeit. Aber ein Mediengestalter hat am Ende des Tages nicht weniger Aufwand und ist nicht weniger kaputt als ein Maler, Mechaniker oder ein Bäcker. Und von denen nimmt die Leistung auch nicht einfach so. Oder? Mich würde auf jeden Fall deine Meinung zu diesem Thema und zu diesem Fall interessieren. Und vor allem, wie denken die Selbstständigen unter euch darüber? Ich bin sehr auf eure Kommentare gespannt und werde auf jeden Fall unten mitdiskutieren. Gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch und schreibt etwas in die Kommentare, damit es im Algorithmus auf jeden Fall nach oben kommt und die Leute dieses Video sehen. Ansonsten bedanke ich mich und sage ciao, bis zum nächsten Mal.